سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 Schwarzkümmelöl und Raubüberfall. Als Aua. Oh, mein armer Musa. Deswegen sind wir ja hier. Wir holen jetzt Schwarzkümmelöl, damit du keine Halsschmerzen mehr hast. Wohin gehen wir zuerst, Mama? Ich muss erst mal Geld abheben und dann können wir inshallah hoch zum Sunnah Heilungsshop. Dort, Kinder, hier oben schiebt man dann die Karte rein. Dann muss man noch eintippen, wie viel Geld man möchte und da kommt es schon raus. Alhamdulillah, fertig. Und man darf die Karte auf keinen Fall drinnen vergessen, die braucht man ja wieder. Und das Geld darf man auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Das ist auch wichtig. So, wir sind hier fertig. Und jetzt müssen wir zum Aufzug und hochfahren, inshallah. Juhu, Aufzug. Ich steig zuerst ein. Guck mal, aber ich will Eis. Nein, Musa, das geht nicht. Du hast doch Halsschmerzen. Ja, Aisha hat recht. Mit Halsschmerzen kannst du kein Eis essen. Aber wenn du wieder gesund bist, inshallah, bekommst du von mir ein Eis. Was genau brauchen wir, Mama? Ich brauche Schwarzkümmelöl. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Schwarzkümmelöl heilt jede Krankheit. Und ich möchte es gerne Musa geben zum Trinken, damit er inshallah bald wieder gesund ist. Und was ist das, Mama? Das sind Hijama-Gläser. Sie sind auch bekannt als Schröpfgläser. Das ist auch eine Heilung aus der Sunna. Aber Musa ist dafür noch zu klein. Moment kurz, Kinder, ich muss die Verkäuferin etwas fragen. Entschuldigung, können Sie mir bitte kurz helfen? Assalamu alaikum, ja klar, wie kann ich Ihnen helfen? Wa alaikum salam, ja, ich suche das ungefilterte Schwarzkümmelöl, haben Sie das da? Ja, das ist das in der grünen Flasche. Und haben Sie auch eine Propolis-Salbe da? Ja, das ist da unten, im untersten Regal. Es ist die gelbe Tube. Ah, super. Barakallahu fiki. Jetzt habe ich alles. Kommt, Kinder, ich habe jetzt alles. Wir gehen vor an die Kasse. So, was macht das jetzt alles zusammen? 37 Euro, bitte. Moment, ich hole mein Geld. So, bitteschön. Vielen Dank. Bitteschön, Ihr Rückgeld. Barakallahu fiki. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Oh, Subhanallah, das bedeutet, ein Dieb ist im Kaufhaus. Kommt schnell hinter die Theke. Mama.
Mama, ich habe Angst. Keine Angst, mein Schatz. Wir bleiben jetzt hier erstmal, bis die Sache sich beruhigt hat. Oh nein, ich wurde entdeckt. Schnell raus hier. Zubair, ich sehe ihn. Bleib ganz dicht hinter mir. Hände hoch. Mach ja keine Dummheiten. Oh nein. Behalt deine Hände ja oben und lass die Tasche fallen. Zubair, bring ihn bitte zum Polizeirevier. Ich muss mich noch um etwas kümmern. Es ist alles okay, der Dieb wurde gefasst. Oh Gott sei Dank, vielen Dank. Subhanallah, Nusayba wollte doch mit den Kindern auch kommen. Ich muss nach ihnen schauen. Alhamdulillah, habe ich euch gefunden. Geht's euch gut? Ja, uns geht es gut. Ist alles okay bei dir? Ja, es ist alles gut. Es war ein Dieb in der Taschenabteilung und Alhamdulillah, wir haben ihn gefasst. Papa, wir hatten so Angst. Auch Angst, Papa. Du brauchst keine Angst zu haben, Musa. Jetzt ist alles wieder gut, Alhamdulillah. Kommt, lasst uns nach Hause gehen, damit Musa seine Medizin trinken kann. Musa niest! Und, wie findest du es? Oh, Allahumma barik. Du siehst wunderschön darin aus. Barakallahu fiek und vielen Dank für dieses schöne Kleid. Sag mal, Mohammed, du hast mir gar nicht erzählt, wie war denn dein erster Arbeitstag? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich wollte nicht Verbrecher jagen. Ich wollte immer schon Leben retten. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn du auf Allah vertraust, dann wirst du inshallah was Besseres bekommen. Ja, inshallah, du hast recht. Ich vertraue auf Allah. Okay, dann fange ich mal an, meine Kuchen zu backen. Ich bekomme Besuch. Die Frau vom Sheikh kommt vorbei. Okay, inshallah. Ich werde jetzt vor der Arbeit noch ein bisschen mit den Kindern spielen. Das ist eine gute Idee. Die werden sich sicherlich freuen. Bis später, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, jetzt raus aus dem Ofen. Allahumma barik. Inshallah schmeckt er so gut, wie er aussieht. Yusuf, Aisha, habt ihr Lust, was zu spielen? Papa, wir spielen Memory. Willst du mitspielen? Ja, klar spiele ich mit. Ich auch. Fang an, Yusuf. Oh, die sehen nicht gleich. Du bist dran, Aisha. Oh, Alhamdulillah, ich habe zwei gleiche. Hatti. Jetzt bin ich dran. Alhamdulillah, jetzt habe ich einiges gebacken für unsere Gäste. Inshallah schmeckt es ihnen auch. So, jetzt decke ich noch den Tisch. Die Torte auch noch und die Süßigkeiten und die Tassen für den Tee. Juhu, ich bin fertig. Jetzt fehlen nur noch unsere Gäste. Juhu, ich habe gewonnen. Ach Mann, ich wollte gewinnen. Aisha, sei nicht traurig. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern darum, gemeinsam Spaß zu haben. Und hatten wir zusammen Spaß? Ja, Papa, wir hatten Spaß. Siehst du, und nur darum geht es, gemeinsam Spaß zu haben und nicht ums Gewinnen. Hier, Aisha, du kriegst meine Karten. Oh, danke, Yusuf. Och, Amen. Hatzi. Alhamdulillah, Musa. Ich zieh mich jetzt an, ich muss zur Arbeit. Assalamu alaikum, da seid ihr endlich. Kommt rein. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nusayba. Schau, diese Blumen sind für dich. Oh, Allahumma barik, vielen Dank für die Blumen, die sind ja wunderschön. Und ihr könnt ins Kinderzimmer gehen. Yusuf und Aisha warten dort auf euch. Und seid bitte brav im Kinderzimmer. Ja, Mama. Du kannst dich schon mal setzen, Safia. Oh, Mashallah. Du hast dir aber Mühe gegeben. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ach, du kennst mich doch. Ich liebe Besuch. Ich geb dir ein Stück Torte. Inshallah schmeckt es dir. Allahumma barik, das sieht wirklich sehr lecker aus.
Ich schenke dir noch ein bisschen Tee ein. Der schmeckt genau so, wie er aussieht. Sehr lecker. Oh, Tati, oh, Tati. Nein, mir, der Teddy ist für Musa. Danke. Bitteschön. Oh, Tati, fair. Oh, Musa, das ist so schwer für dich. Komm, ich helfe dir hoch. So, Musa, jetzt kannst du spielen. Komm, Isa, wir gehen vor die Tür spielen. Hallo, Tati. Abzi. Oh, du hast ja einen schönen Hijab an. Darf die Mama zeigen? Ja, aber pass auf, er ist so schwer. Allahumma barik. Eure Katze ist so süß. Guck mal, Mama, das hier. Hatzi. Oh, Alhamdulillah. Oh, Allahumma barik, dein Teddy ist ja so süß. Ich will wieder spielen. Okay, Musa. Was sagst du, wenn ein Baby niest? Gerade bei Musa meinst du? Na, Alhamdulillah. Oh, ich habe einen Scheich gehört, der sagte, bei kleinen Kindern oder Babys soll man Barakallahu fiek sagen, wenn sie niesen. Oh, vielen Dank, dass du mir das sagst. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Warte, jetzt sehen auf sie bellen. Barakallahu fiek und Jazakallahu khairan, meine Liebe. Es war alles sehr köstlich, Mashallah. Gastfreundschaft ist so wichtig und wir fühlen uns bei dir immer so wohl. Möge Allah dich dafür belohnen. Kinder, kommt ihr bitte? Ja, wir kommen. Salam alaikum, Maryam. Bis bald, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Es hat Spaß gemacht, Isa. Inshallah sehen wir uns bald wieder. Ja, inshallah. Jazakum Allahu khairan für eure tolle Gastfreundschaft. Inshallah sehen wir uns bald wieder. Ja, inshallah. Assalamu alaikum. Und wie war's bei euch? Das war toll. Ja, Alhamdulillah, das war sehr cool. Mir hat's auch sehr Spaß gemacht und ich habe heute was Neues gelernt. Die Frau vom Scheich hat mir erklärt, wenn ein Baby niest, dann sagt man nicht Alhamdulillah für das Baby, sondern man sagt Barakallahu fiek. Und das bedeutet, möge Allah dich segnen. Oh, das haben wir gar nicht gewusst. Ha-ti. Oh, Alhamdulillah, Musa. Nein, Mama, Barakallahu fiek. Oh ja, stimmt. Barak Allahu fiek. Kasras Sonnenschein. Oh, Azra, guck mal, wer da ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, jetzt haben wir es doch noch rechtzeitig geschafft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki. Super, dass es so schnell geklappt hat. Salam alaikum, Azra. Wa alaikum salam. Guck, Azra, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, danke. Also Nuseba, Ayub schläft in seiner Wiege im Wohnzimmer und eigentlich müsste er schlafen, bis ich wieder da bin. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Inshallah bin ich gleich wieder da. Die Kinder können so lange im Kinderzimmer spielen und ach ja, die Milch von Ayub, die ist auch schon fertig, die liegt auf dem Tisch im Wohnzimmer. Okay, Inshallah, und mach dir keine Sorgen, ich bekomme das Inshallah hin. Also meine Liebe, ich muss auch schon los. Bis später, Inshallah. Assalamu alaikum. Ja, Inshallah, bis später. Wa alaikum salam. Komm, Aisha, ich spiele im Playmobil. Yusuf Musa will dir mit uns spielen? Ja, klar.
Und ich gehe mal nach Baby Ayub sehen. Oh, Allahumma barik, wie süß er schläft. Kleiner Schatz, schlaf ruhig weiter. Ich kann ja in der Zwischenzeit ein bisschen Koran lesen. Oh, echt jetzt? Ich habe mich gerade hingesetzt. Warte, ich komme, kleiner Ayub. Hey, kleiner Schatz, es ist alles in Ordnung. Guck mal, ich bin Tante Nisaba. Spürst du ja, dass deine Mama weg ist? Komm, ich nehme dich hoch. Oh nein, es ist alles gut, Ayub. Komm, ich wippe dich ein bisschen hin und her und hin und her. Was ist denn los? Hast du vielleicht Hunger? Komm, ich gebe dir deine Milch. Komm, Ayub, Bismillah, trink ein bisschen. Magst du nicht? Okay, dann ist vielleicht deine Windel voll. Dann wechseln wir mal deine Windel. Die macht Spaß. Ich glaube, Ayub weint. Okay, an der Windel lag's also auch nicht. Dann vermisst du wohl einfach nur deine Mami. Tante, 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 Tante. Azra, Schatz, was ist denn? Ich habe jetzt keine Zeit. Guck mal, Ayub weint. Tante, ich zeig dir, wie das geht. Okay, bei mir hat's ja sowieso nicht geklappt. Ich lege ihn dir auf die Spieldecke. Ayub, mein kleiner Schatz, du brauchst nicht weinen. Ayub, ich bin da. Und Tante ist da. Und Allah ist da mit dir. Oh, Azra, es scheint zu funktionieren. Mach nur weiter so. Mein kleiner Bruder, alles gut. Ich liebe dich ganz sehr. Du bist mein Herz, mein Stern, meine Blume, meine Sonnenschein und meine Biene. Ayub, Mama kommt gleich. Ich liebe dich ganz sehr. Manchmal sollten wir Erwachsenen auch auf die Kinder hören. Das machst du sehr gut, Azra. Allahumma barik. Und ich habe noch einen Teddy für Ayub. Ayub ist so süß. Assalamu alaikum, ich bin wieder da. Hier ist es aber verdächtig leise. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, bist du wieder da. Und Nuseiba, war alles in Ordnung mit den Kindern? Die ersten 15 Sekunden war alles super und dann hat Ayub plötzlich angefangen zu quengeln. Er wollte seine Milch nicht und ich habe ihn gewechselt, das hat auch nicht geholfen. Erst als Azra runterkam und ihn beruhigt hat, ist er ruhig geworden. Sie hat das echt toll gemacht, Allahumma barik. Du kannst stolz auf sie sein. Was? Wirklich? Ja, Mama. Ich wusste schon, dass Azra eine sehr gute Schwester ist. Aber das hätte ich wirklich nicht erwartet. Allahumma barik, Azra. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Und ich habe auch daraus gelernt. Manchmal sollten wir Erwachsenen die Kinder ernst nehmen und auf sie hören. Vielleicht haben sie ja Lösungen für unsere Probleme. Assalamu alaikum, liebe Play-Muslim-Fans. Heute hatten wir Azra und ihre Familie zu Gast bei Play-Muslim. Alhamdulillah.
Falls ihr auch Interesse habt, euch einen Gastauftritt bei PlayMuslim zu sichern, schreibt uns eine E-Mail. Alles Weitere wird dort erklärt. Und jetzt zum Abschluss darf Azra noch ihre Liebsten grüßen. Salam alaikum, liebe Kinder. Herzlich willkommen im PlayMuslim. Heute grüßen wir Soleimani, Alina, Akim und Samin und mein Cousin Bani. Ich bin auch Bibi. Darf ich auf dein Tisch? Ja klar, komm mein Bibi. Die Suche nach Papas Laptop. Assalamu alaikum, liebe Kinder. Das ist unser Wohnzimmer und gleich sieht hier unsere Küche. Hier ist unsere Küche und meine Mama kocht gerade. Was kochst du, Mama? Ich koche gerade Spaghetti für euch. Meine Mama kocht immer lecker. Außer wenn sie Bismillah vergisst. Hä? Was hast du gerade gesagt? Ich hab Kinder, ich bin auch noch da. Ich hab alles gehört. Schatz, wo seid ihr denn alle? Wir sind in der Küche. Ach, hier bist du. Wo sind denn die Kinder? Sie waren eben noch hier. Ich glaube, sie sind im Wohnzimmer. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, ich suche meinen Laptop. Hast du ihn gesehen? Deinen Laptop? Nein, wo hattest du ihn denn zuletzt? Soweit ich mich erinnere, war er auf dem Wohnzimmertisch. Okay, dann werde ich mal mit den Kindern danach suchen. Vielleicht haben die ihn ja gesehen. Na gut, dann gehe ich jetzt zum Asr-Gebet. Bis später, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis später, inshallah. Dann gehe ich mal die Kinder fragen, ob sie Papas Laptop gesehen haben. Aisha, Yusuf, habt ihr Papas Laptop gesehen? Er sucht ihn überall. Und zuletzt hat er ihn gestern auf dem Wohnzimmertisch gesehen. Nein, ich habe ihn nicht auf dem Wohnzimmertisch gesehen. Schau, Mama, hier ist er nicht. Aber irgendwo muss er doch sein. Komm, Mama, wir helfen dir suchen. Das ist aber lieb von euch. Barak Allahu fikuma. Möge Allah euch segnen. Vielleicht finden wir es ja noch, bevor Papa zurück ist von der Moschee. Ich suche hinten bei den Blumen. Okay, mach das. Und ich schaue hier in der Sitzecke, inshallah. Vielleicht ist er ja irgendwo runtergerutscht. Oh, mashallah, wie schön Allah die Blumen erschaffen hat. Aber ich darf mich nicht ablenken lassen. Also hier ist er nicht, hinter den Blumen auch nicht. Und unter dem Sessel ist er auch nicht. Hier ist er nicht, Kinder. Habt ihr ihn gefunden? Hier ist er nicht, Mama. Und hinter den Blumen ist er auch nicht. Mama, ich habe ihn auch nicht gefunden. Komm, wir schauen in der Küche nach. Okay, schauen wir mal in der Küche. Ich schau mal im Kühlschrank. Im Kühlschrank? Da ist es doch unwahrscheinlich, dass er drinnen ist. Aber vielleicht hat es Musa reingemacht. Ja, du hast recht. Bei Musa weiß man nie, wo er die Sachen hin versteckt. Schau mal nach. Yusuf, ist er unter der Spüle? Nein, hier ist er auch nicht. Hier sind nur Spülmittel und so weiter. Hier ist er auch nicht. Subhanallah. Wo sollen wir jetzt suchen, Mama? Ich habe eine Idee. Allah sieht doch alles. Vielleicht können wir ihn fragen.
Ja, stimmt. Wir fragen Allah. Ihr habt recht, Kinder. Wir haben den Laptop überall gesucht und ihn nicht gefunden. Allah aber sieht alles. Fragen wir ihn, dass er uns dabei hilft, den Laptop wiederzufinden. Ja, lass uns Dua machen. Oh Allah, du weißt, wo alles ist und wir wissen nichts. Und du siehst alles und wir sehen den Laptop einfach nicht. Wir bitten dich, dass du uns ermöglichst, den Laptop zu finden. Amin. Jetzt müssen wir auf Allah vertrauen und einfach geduldig sein. Inshallah. Mama, ich bin fertig! Okay, Musa, ich komme. Hast du Pipi gemacht, Musa? Und Mama hat gepupst. Was hast du? Hat gepupst. Gepupst. Du brauchst doch nicht aufs Töpfchen sitzen, mein Schatz, wenn du pupsen musst. Das reicht, wenn du dafür ins Badezimmer gehst. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Geh du schon mal runter, ich räume noch dein Töpfchen weg. Huch, was haben wir denn da unter dem Bett? Das ist doch Papas Laptop. Alhamdulillah, meine Dua wurde angenommen. Kinder, guckt mal, was ich gefunden habe. Es war unter dem Bett. Alhamdulillah, Papa wird sich bestimmt freuen. Ah, da ist Papa schon. Assalamu alaikum, Papa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Schatz. Guck mal, was wir gefunden haben. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, wo habt ihr ihn denn gefunden? Schlafzimmer unter dem Bett. Aber erst nachdem wir Dua gemacht haben. Subhanallah, mashallah. Kommt, lasst euch drücken von mir. Das habt ihr aber sehr gut gemacht. Glasscherbe im Schnee. Kommt schon, Leute. Warum braucht ihr so lange? Ich bin schon da. Boah, Papa ist heute so schnell. Er freut sich so sehr, dass er heute mit euch spielen kann und nicht arbeiten muss. Guck mal, Papa, was ich schon kann. Oh, Hilfe! Oh nein, hier war der Schnee viel zu weich. Papa, hol mich hier raus. Und das wolltest du mir zeigen? Ja, Mashallah, das schafft aber nicht jeder. Ich hol dich schon raus. Ach Mann, ich wollte dir zeigen, wie gut ich das kann. Ach, sei nicht traurig. Du konntest doch nicht wissen, dass der Schnee da zu weich ist. Komm, helf uns lieber, einen Schneemann zu bauen. Okay, Papa. Boah, Papa, das wird ein großer Schneemann. Boah, wie kalt der Schnee ist. Ich geh mal Schnee holen für den mittleren Teil des Schneemanns. Komm, Musa, wir machen den Kopfteil zusammen. Ja! Also hier, der müsste gut draufpassen. Helft ihr mir, Kinder, packen wir zusammen an. 1, 2, Bismillah. Oh, der ist ganz schön schwer. Ja, Papa, du hast es geschafft. Alhamdulillah, Musa, jetzt haben wir auch unseren Teil des Schneemanns fertig. Komm, wir bringen ihn zu den anderen. Schaut mal, Kinder, wir haben den Kopf für den Schneemann. Mama, der ist zu klein für unseren Schneemann. Oh nein, jetzt war alles umsonst. Nein, umsonst war es nicht. Wir machen einfach daraus ein Bauchnabel. Das war eine gute Idee. Komm, Mama, wir machen nochmal. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Aber dieses Mal mit einem großen Kopf. Alhamdulillah,
Für zwei Bauchnabel haben wir auch gar keinen Platz. Komm, wir machen Schneeengel. Ja, okay. Oh, Subhanallah, Musa, was ist passiert? Oh nein, da ist eine Glasscherbe im Schnee. Mohammed, komm schnell! Oh nein, Subhanallah! Komm, wir müssen mit ihm zum Arzt. Sollen wir nicht lieber den Krankenwagen rufen? Nein, bei dem ganzen Schnee kommt er sicher nicht durch. Okay, dann lass uns fahren. Rukaya hat heute Dienst. Fahren wir direkt zur Kinderklinik. Wahoo, das ist so weich. Aisha, Yusuf, schnell, Musa hat sich verletzt. Wir müssen in die Kinderklinik. Beeilt euch. Subhanallah, wir rollen immer wieder zurück. Papa, sag doch Bismillah. Ja, du hast recht. Bismillah. Geh du schon mal mit ihm rein. Ich suche einen Parkplatz und wir kommen sofort nach. Ja, okay. Hallo, mein kleiner Junge hat sich gerade an einer Glasscherbe verletzt, die im Schnee versteckt war. Wir haben es einfach nicht gesehen und jetzt blutet seine Hand ganz stark. Oh nein, der kleine arme Junge. Sind Sie nicht die Familie von Rukaya? Ja, genau, ich bin Ihre Schwester. Okay, dann kommen Sie bitte gleich mit. Setzen Sie Ihren Sohn bitte gleich auf die Liege. Ich hole Ihre Schwester. Frau Dr. Rukaya! Ja, Sabrina, ich bin hier. Ihre Schwester ist soeben gekommen mit dem kleinen Musa. Er hat in eine Glasscherbe gefasst, die im Schnee versteckt war. Kommen Sie schnell! Oh nein, mein kleiner Musa! Salamu alaikum, was ist denn passiert bei euch? Ach, wa alaikum salam, da war eine Glasscherbe im Schnee. Wir haben es einfach nicht gesehen. Ach, mein kleiner Musa. Komm, ich schau's mir an. So, jetzt gucken wir mal. So tief ist das gar nicht. Alhamdulillah. Ich muss das nur richtig sauber machen. Du musst nicht mal genäht werden. Aber da ist so viel Blut. Ja, das ist ja normal, dass da so viel Blut rauskommt. Das reinigt auch die Wunde. Ich verbinde es dir und dann siehst du inshallah kein Blut mehr. Also Sie sind sicher Familie Iman. Kommen Sie bitte mit. Oh, Jazakallahu khairan, meine Liebe. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wa iyaki. Ja, ist doch verständlich. Alhamdulillah geht's ihm gut. Musa, ist alles okay? Ich war voll mutig. Ja, er war wirklich mutig. Komm, Musa, ich helfe dir runter. Guck, Papa, ich hab ein Footband. Alhamdulillah, Musa, ich freue mich, dass es dir wieder besser geht. Und dein Verband sieht ja toll aus. Allahumma barik. Barakallahu fiki nochmal für alles. Und Alhamdulillah, dass du hier Ärztin bist. Wafiki barakallah, passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum, liebe Play-Muslim-Fans. Es ist alles nochmal gut gegangen, Alhamdulillah. Wir können alle gemeinsam vorbeugen, dass sowas nie wieder vorkommt, indem wir unseren Müll nicht einfach auf den Boden werfen. Auf diese Weise beschützen wir unsere Freunde. Und den Riesenschneemann? Na, den haben Aisha, Yusuf und Mohammed noch für Musa fertig gebaut. Nonas Lehrstunde. Salam alaikum, ich heiße Talha. Salam alaikum, mein Name ist Sulaiman. Und das hier sind Mama und Papa. Hey, ich bin Amr. Und ich bin Zainab. Das ist unsere Katze Nono. Und zusammen sind wir die Familie Bahimi, Afrika-Abenteuer.
Nonos Lehrstunde. Gelingen die Tricks? Ach, ich bin so aufgeregt. Endlich ist das Haus renoviert. Ja, Masha'Allah. Ich freue mich auch sehr. Die Renovierungen haben lange gedauert, aber jetzt können wir endlich rein. Und das Beste ist, dass es ebenfalls schön ländlich ist und wir hier auch die Möglichkeit haben, draußen Tiere zu pflegen. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. Ich möchte unbedingt unser Zimmer sehen. Können wir gleich rein? Ja, lasst uns jetzt reingehen. Ich freue mich auch schon sehr. Oh, das ist unser Zimmer? Sulaiman, schau dir an, wie schön es geworden ist. Allahumma barik. Echt sehr schön. Hier gefällt es mir sehr. Alhamdulillah. Ja, wie schön, ich freue mich so. Wie schön, dass es euch gefällt. Ich finde wirklich, alles ist so schön geworden. Alhamdulillah. Hier werden wir uns auf jeden Fall, inshallah, richtig wohlfühlen. Na, was möchtet ihr denn heute noch so machen? Hey Sulaiman, ich habe eine coole Idee, aber für Mama und Papa soll es eine Überraschung sein. Komm mal mit mir mit in den Garten. Okay, ich bin gespannt. Na, was es auch ist, wir sind ebenfalls gespannt. Viel Spaß euch. Was hast du denn jetzt vor, Talha? Schau mal, wir können doch versuchen, Nono ein paar Tricks beizubringen. Was hältst du davon? Ja, wie cool. Aber hoffentlich wird das auch klappen. Sie ist ja immerhin eine Katze. Und die sind doch stur. Ja, aber ist doch eine schöne Herausforderung. Du kennst doch diese Fischleckerlis, die sie so liebt. Ich habe davon welche. Mit diesen könnten wir sie vielleicht motivieren. Und klug ist sie allemal. Hast recht, sie ist eine ziemlich kluge Katze. Okay, lass es mal probieren. Wir können ihr ja einen Tunnel basteln, durch den sie laufen soll. Oh ja, und durch einen Ring springen könnte sie doch auch. Lass uns an die Arbeit gehen. Wie schön ist dieser Tunnel bitte geworden? Allahumma barik. Ja, alhamdulillah. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das klappt mit Nono. Ich habe gesehen, dass sie vorne am Baum liegt. So, lock sie erstmal hierher. Komm schon, Nono. Schau mal, was ich hier Feines habe. Ja, sehr gut. Komm. Komm mal schön mit. So, setz sie mal vor den Tunnel. Ich gehe auf die andere Seite, untersuche sie mit dem Fischgeruch durchzulocken. Alles klar. Dann komm mal her, meine Liebe. Nono, riech mal. Wenn du hier durchläufst, dann bekommst du noch ein Leckerli. Nono, schau mal. Lauf mal hier durch. Lecker Fisch. Ach nee, Nono. Dafür gibt es aber nichts. Du sollst doch durch den Tunnel laufen und nicht drumherum. Nochmal. Komm mal hierher. Komm mal hierher, Nono. So, nochmal. Setze dich dieses Mal etwas herein. Nono, komm schon, durchlaufen. Okay, das kann ja noch etwas dauern. Na Schatz, hast du etwas Büroarbeit? Ja, in der Tat. Allerdings sitze ich hier gerade und bin etwas in Gedanken. Ist denn alles okay? Ja, Alhamdulillah. Kennst du noch meinen Tierarztkollegen, Dr. Bachir? Ja, er ist doch vor einiger Zeit ausgewandert, oder? Genau, er ist nach Südafrika ausgewandert und arbeitet als Tierarzt und Ranger im Kruger Nationalpark. Sie suchen tatsächlich dort noch Personal und er hat mich gefragt, ob das für mich interessant wäre. Mashallah, das war immer dein Traum, oder nicht? Allerdings, aber nun habe ich eine Familie und da würden wir ja alle mit drin hängen. Das ist eine sehr große Entscheidung, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass ich mir das alles erstmal anschauen könnte. Ja, du hast recht, das müsste gut überlegt werden. Aber eine kleine Abwechslung in Form von einem Trip könnte echt super für dich sein. Ganz egal, ob man auswandern würde oder nicht. Ja, subhanallah, Lust hätte ich auf jeden Fall große. Komm hier, Nono. Ja, ja, endlich. Gut gemacht. Hier, den Fisch hast du dir jetzt wirklich verdient. Alhamdulillah, endlich. Das hat wirklich einige Zeit gebraucht. Meinst du, beim Reifen versteht sie es schneller? Wir werden es sehen. Komm, wir machen es mal vor. Du springst drüber und bekommst von mir ein Fischleckerli. Dann hat sie es schon mal gesehen. Sehr witzig, Talha. So, komm mal hier, Nono. Spring mal da rein. Oha, was ist nun passiert? Sie springt einfach so da durch. Hey, wie cool. Hier, Süße, hast du trotzdem dein Leckerli, damit du es auch vielleicht nochmal machst.
Haha, schau mal, sie springt wieder durch. Na, da haben wir uns ja im Gegensatz zum Tunnel gut Zeit gespart. Ja, komm, ich hole mal Mama und Papa, bevor sie keine Lust mehr hatten. Mama, Papa, kommt mal bitte mit in den Garten. Wir möchten euch was Schönes zeigen. Na, was habt ihr zwei denn so getrieben hier ganz geheim? Schaut doch mal, Nono kann zwei Tricks. Wir haben ihr beigebracht, durch diesen Tunnel zu laufen und sie springt auch durch einen Reifen durch. Masha'Allah, zeig mal. So, es geht los. Nono, komm mal hier durch. Ja, super, wie cool, es hat gleich geklappt. Hier hast du dein Leckerli. Hey, Masha'Allah, sehr gut gemacht. So, und nun der Reifen. Wow, sie springt ja wirklich dadurch. Sehr gut, Nono. Hier, noch ein Fischleckerli. Aber jetzt hattest du definitiv genug. Aha, das sieht sie wohl ganz anders. Spaß an der großen Buschrutsche. Assalamu alaikum, hier ist Amr. Oh, Adam, schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Ja, danke, mir auch. Oh, klar, gerne. Bis später dann, inshallah. Na, wer war das denn? Ich habe gestern in der Moschee zufällig unseren Nachbarn Adam kennengelernt. Wir haben Nummern ausgetauscht und er und seine Frau laden uns heute Mittag zum Essen ein. Die zwei haben auch drei Kinder. Allahumma barik. Oh, wie schön. Ja, cool. Dann können wir schon mal neue Kinder kennenlernen. Mama, Papa, sagt mal, was ist das eigentlich für ein Geschenk, was da seit gestern steht? Oh, subhanallah, das hatte ich ja ganz vergessen vor lauter Stress in der Pflegestation und hier zu Hause noch mit dem Auspacken. Das ist von Dr. Bachil und seiner Familie. Ich habe mich schon gefragt, wann wir das endlich aufmachen können. Darf ich es öffnen? Ja, klar, mach auf. Oh, es sind Klamotten. Klamotten? Ein ungewöhnliches Geschenk. Lass mal sehen. Da ist eine Karte drin. Eine kleine Aufmerksamkeit für euch, denn wir freuen uns sehr über eure Auswanderung. Das sind alles Klamotten aus reinem Leinenstoff. Ihr seid ja die Hitze hier noch nicht gewöhnt und in diesen Klamotten werdet ihr weniger schwitzen, da der Stoff eure Haut gut atmen lässt. Wir hoffen, es passt alles und es gefällt euch. Eure Familie Bachil. Subhanallah, wie nett! Jetzt macht das Ganze natürlich auch Sinn. Das ist so aufmerksam. Das ist wirklich sehr nett, Masha'Allah. Ja, lasst uns es gleich anprobieren. Hey, super, passt ja alles und sieht richtig schön aus. Ja, Allahumma barik. Na kommt, jetzt ist doch Zeit, um zu den Nachbarn zu gehen. Bei den Bachils bedanken wir uns natürlich auch noch. Assalamu alaikum allerseits. Ja, super schön, dass ihr Zeit habt. Kommt doch alle rein. Amr, deine Frau kann nach links ins erste Zimmer gehen zu meiner Frau und ihr Kinder könnt geradeaus. Meine warten schon sehnsüchtig auf euch. Und du, mein Lieber, komm mit mir. Wa alaikum salam. Alles klar. Assalamu alaikum Zainab. Ich bin Naila. Wie schön, dass du da bist. Setz dich doch. Wa alaikum salam. Danke dir für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Hallo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wer seid ihr denn? Ich heiße Talha und das ist mein kleiner Bruder Suleiman. Wer seid ihr? Ich bin Menya und das ist meine Zwillingsschwester Naila. Wir sind beide 6 Jahre alt. Zwillinge, wie cool. Und ich bin Yusuf, ich bin 8 Jahre alt. Hey, habt ihr Lust, etwas richtig Cooles zu sehen? Klar, was denn? Nicht weit von hier wurde gestern eine Buschrutsche am großen Baumhaus eröffnet. Alle Kinder dürfen rutschen. Wollen wir hin? Das hört sich richtig cool an. Ja. Papa? Oh, was ist los? Wir wollten Sulaiman und Talha die Buschrutsche zeigen. Dürfen wir? Geht das in Ordnung, Amr? Die Rutsche ist etwa 5 Minuten entfernt. Die Kinder kennen den Weg dahin in- und auswendig. An diesem Baumhaus ist immer etwas los. Ja klar, geht ruhig dort spielen. Ja! Das ist also die Buschrutsche? Ja, die nennen wir halt so, weil sie im Busch steht. So nennt man das hier. Lasst uns gleich hoch und rutschen. Ja! Stopp, bevor du weiterschaust, das müssen deine Eltern wissen. Kennt ihr schon unsere Play Muslim Plattform? Verpasse auf keinen Fall die Vorteile davon. Play Muslim Folgen ohne Werbung schauen. Schaut Folgen schon 2 bis 4 Wochen vorher.
keine Gefahr, auf seltsame Inhalte zu gelangen. Spezialfolgen, die es auf YouTube nicht geben wird. Und das Abo ist jederzeit kündbar. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Boah, wie cool. Ist die Rutsche denn mega schnell. Hui. Ja, auf den Bauch rutschen. Jetzt komm ich. Na, wie hat euch der Tag heute gefallen? Die Nachbarn sind echt mega lieb und an der Rutsche hatte es total viel Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch. Ach, ich konnte mich auch richtig schön mit Naila unterhalten. Und das Essen war wirklich lecker. Möge Allah sie alle dafür belohnen. Amin. Oh, schon wieder mein Handy. Wow, mashallah. Schaut euch mal dieses Bild an, was mir Hamza gerade geschickt hat. Ist das etwa Maki? Er hat eine neue Mama gefunden. Ja, diese Elefantenmutter hat ihn tatsächlich mit aufgenommen. Allahumma barik. Das ist ja richtig schön. Allahu Akbar. Wisst ihr was? Ich frage Hamza mal, ob es nicht bald möglich ist, inshallah, den Kleinen mit seiner neuen Familie auf einer Safari zu beobachten. Das wäre der Mega-Oberhammer. Ja! Eine Runde durch den Nationalpark wäre echt ein super Erlebnis. Chaos mit Office Marty. Assalamu alaikum, Schatz. Na, was gibt es? Wa alaikum salam. Hey, sag unbedingt den Kindern, dass sie zur Wildtierstation kommen müssen. Wir haben hier ein neues Tier. Das wird bestimmt echt schön für sie. Oh, ich bin gespannt. Ja klar, ich sage ihnen, dass sie gleich aufbrechen. War das Papa? Was ist denn los? Sie haben in der Station irgendein neues Tier. Ihr sollt kommen. Anscheinend wird es bestimmt spaßig für euch. Ich bin gespannt. Lass uns gleich los. Vielleicht hast du bald noch ein anderes Tier als Nugget zu Freund. Oder das Tier sucht sich dich als Freund aus. Hehe, komm, lass uns los. Alles klar, bis später, Mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, viel Spaß. Ich sehe schon, ein Affe. Haha, der klebt ja an Papa wie ein kleines Baby. Assalamu alaikum, Jungs. Darf ich vorstellen, das ist der kleine Smarty. Wie süß er ist, Allahumma barik. Oh, ich glaube, er will runter zu dir. Ah, er ist ja viel zu schwer, Subhanallah. Kipp ja um. Ja, der Kleine ist wohl noch ein bisschen zu schwer für dich. Na komm mal her, du kleiner frecher Kerl. Was ist mit ihm? Seine Mama ist leider verletzt und wird gerade operiert. Solange bis sie wieder aus der Narkose aufgewacht ist, müssen wir ein bisschen auf ihn aufpassen. Habt ihr Lust? Ja, klar, super gerne. Okay. Ich hole mal von drin ein paar Bananen für ihn, okay? Ihr schafft das schon ein paar Minuten. Okay. Er ist wie ein Kleinkind, keine Sorge. Okay, Papa, wir bekommen das schon hin. Oh, Kleiner, was machst du denn da? Ich bin doch keine Kletterranke. Aha, das sieht witzig aus. Er will an dir hochklettern. Der ist echt schwer, mashallah. Hey, Smarty, wo läufst du denn hin? Bleib hier. Das ist gar nicht gut. Schnell, wir müssen ihn wieder einfangen, bevor Papa rauskommt. Schnell, hinterher. Boah, der ist schnell. Wo will er denn hin? Subhanallah, lauf schneller. Ich laufe doch so schnell ich kann. So, da bin ich wie... Sleman? Talha? Wo seid ihr denn? Oh, vielleicht habe ich ihnen doch zu viel zugetraut mit dem quirligen Kerl. Ich denke, ich muss sie wohl suchen gehen. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Er hockt komplett oben auf dem Baum. Dem scheint es sogar noch zu gefallen. Naja, immerhin klettern Affen ja gerne. Ich habe eine Idee. Wir verstecken uns da vorne und warten mal, was er macht. Vielleicht bekommt er ja Angst alleine und läuft uns hinterher. Er sieht zwar nicht so aus, aber ein Versuch ist es wert. Subhanallah, er spielt einfach weiter. Guck, er kommt runter. Lass uns wieder auf ihn zugehen. Nein, jetzt läuft er schon wieder weg. Oh, Suleiman, komm schnell. Was sagen wir nun, Papa? Assalamu alaikum, Dr. Bakhil. Na, wie lief der Eingriff? Wa alaikum salam, alhamdulillah. Es war ja nur etwas Kleines. Unsere Gina ist nun wieder wach und sucht schon nach dem kleinen Smarty. Du kannst ihn bringen, dann können wir sie wieder rauslassen bei ihrer Gruppe. Ja, da gibt es ein kleines Problemchen. Was ist denn? Ist alles okay? Ich habe ihn 2 Minuten mit Talha und Suleiman alleine gelassen und anscheinend ist er ihnen ausgebüxt.
Ach nein, subhanallah. Na, dann beeil dich lieber mit der Suche, sonst haben wir eine wütende Affenmama hier. Ich gebe mein Bestes. Inshallah kann ich den Kleinen gleich bringen. Stopp, bevor du weiterschaust, das müssen deine Eltern wissen. Kennt ihr schon unsere Play Muslim Plattform? Verpasse auf keinen Fall die Vorteile davon. Play Muslim Folgen ohne Werbung schauen. Schaut Folgen schon 2 bis 4 Wochen vorher. Keine Gefahr, auf seltsame Inhalte zu gelangen. Spezialfolgen, die es auf YouTube nicht geben wird. Und das Abo ist jederzeit kündbar. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Suleiman, er sitzt da hinten neben der Palme. Vielleicht muss er sich ausruhen. Oh, das muss ich auch. Ich kann nicht mehr, Talha. Suleiman, du musst aber. Nee, sammel mich einfach später hier wieder ein. Schließlich müssen wir auch wieder zurück. Ah, na gut, bleib genau hier, okay? Ich ruhe mich nicht vor der Stelle. Ich bin total kaputt. Nein, Smarty, er rennt schon wieder weiter. Bis später, Suleiman. Möge Allah dir Erfolg geben. Ich bin kaputt. Smarty, mein Lieber, komm mal schön zu mir. Ach, es nützt nichts. Ich habe nicht mal ein Telefon dabei, um Papa Bescheid zu geben. Wo will er bloß hin? Oh, er dreht um. Komm schon. Hä? Der läuft doch im Kreis. Hey, der veräppelt mich auch noch. Denkt er, wir spielen Fang oder was? Ah! Hey, da vorne ist der Reservatszoo. Vielleicht kann mir dort jemand helfen. Perfekt, er läuft direkt rein. Dr. Bachir! Dr. Bachir, ich brauche Hilfe! Der kleine Affe sitzt da im Gehege? Assalamu alaikum, mein lieber Talha. Scheint so, als hätte sich Smarty ganz alleine zu seiner Mama aufgemacht. Das ist Smartys Mama? Ganz genau. Die Gute wurde schon ganz nervös hier ohne ihren kleinen frechen Kerl. Oh, Alhamdulillah. Ich bin ja so froh und so kaputt. Bist du ihm den ganzen Weg von der Wildtierstation bis hierher etwa hinterhergelaufen? Ja, und er hatte mich schon zwischendurch noch ganz schön veräppelt und ist noch extra im Kreis gelaufen. Der hat echt eine gute Ausdauer. Ja, das hört sich wirklich nach Affenbaby an. Ich ruf mal deinen Vater an und sag Bescheid, dass der Kleine hier angekommen ist. Ach, ich bin groggy. Subhanallah, Alhamdulillah, ist alles gut gegangen. Hey Talha, ist alles okay? Ja, oh, du hast so eine Menge gefunden, Alhamdulillah. Ja, den Arm habe ich völlig fertig aufgegabelt. Ihr hattet wohl eine anstrengende Zeit mit dem Kleinen. Guck mal, Talha, wir haben Bananen dabei und dürfen sie doch noch verfüttern. Na dann mal rein mit uns, den Affen etwas Gutes tun, bevor sie wieder nach Hause dürfen. Süß sind die ja schon. Nur gut, dass sich gleich die Mama wieder um diesen Wirbelwind kümmert. Die Pony-Attacke. Assalamu alaikum, Kinder. Wir sind die Familie Aziz. Wir sind Bilal und Amin. Und das ist der Rest. Unsere Mama Safia, unser Papa Hamid und unsere Oma Zainab sind auch mit dabei. Und nicht zu vergessen unsere 3 Hühner, Anna, Elmar und Frau Jansen. Der heutige Gruß geht an Hafsa, Tarek, Sarah und Sophie. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Alhamdulillah, wäre das auch mal wieder fertig. Danke, Bilal, dass du mir mal wieder geholfen hast. Barakallahu fiek. Wa fiek, Papa. Das mache ich doch immer wieder gerne. Ich bin echt froh, dass wir die Hühner gekauft haben. Immer frische Eier und eine Menge Spaß. Ja, Alhamdulillah. Wer weiß, inshallah werden wir in Zukunft vielleicht noch mehr Tiere halten können. Ich finde das auch sehr schön. Inshallah. Assalamu alaikum. Wer ist denn da? Wa alaikum salam, mein lieber Hamid. Wie geht es euch? Ach, wie schön, Ahmed. Uns geht es gut, Alhamdulillah. Wie geht es dir? Was gibt es? Alles gut bei mir, Alhamdulillah. Du, ich rufe an wegen der Einladung von Karim zu seinem Ponyhof. Er fragt, ob es euch am Wochenende passen würde. Ja, endlich können wir zum Ponyhof. Haha, du hörst, hier ist schon jemand begeistert. Ja klar, am Wochenende ist super, inshallah. Dann sage ich den anderen Bescheid und du gibst mir bei Gelegenheit Zeit und Adresse durch. Machen wir so, inshallah.
Freu mich, bis dann. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ja, ich gehe gleich rein und sage Bescheid. Okay, mach das. Ich räume unsere Sachen hier noch weg. Mama, Oma, Emin, endlich ist es soweit. Was ist denn soweit? Am Wochenende gehen wir inshallah zum Ponyhof von Karim. Echt? Oh, wie cool, alhamdulillah. Oh, schön, dann bin ich mal gespannt, wie ihr euch auf den Pferden so schlagt, inshallah. Oh ja, ich denke, ihr habt viel Spaß dabei. Ja! Gleich ist es soweit. Na, du bist ja schon aufgeregt. Ja, ich freue mich so. Pferde sind so toll. Als ich einmal bei NS reiten durfte, hat das auch so Spaß gemacht. Ja, stimmt. Das war so toll. Können wir los? Ja, ich denke, wir sind fertig. Lasst uns los und vergesst nicht den Kuchen, den wir extra gebacken haben. Assalamu alaikum allerseits. Ich bin Karim. Amin kenne ich ja schon. Wa alaikum salam. Ja, hi Karim. Das sind meine Eltern, Hamid und Safia. Mein Oma Zainab und mein kleiner Bruder Bilal. Schön, dich kennenzulernen, Karim. Ebenfalls, Hamid. Oh, schaut, da kommt auch schon Ahmed. Assalamu alaikum an alle. Wa alaikum salam. Können wir direkt zu den Pferden? Ach schön, da haben wir ja unseren kleinen Pferdefreund. Ja klar, lasst eure Sachen einfach dort am Tisch und folgt mir. Oh, Allahumma barik, so schöne Tiere. Ja, subhanallah. Alhamdulillah. Schaut mal, ich habe euch zwei, Noemi und Kalani, fertig gemacht. Ihr könnt euch gerne schon mal draufsetzen und dann laufen wir mal eine Runde. Das macht er super, mashallah. Wir können dann wohl gleich auch mal ein bisschen spazieren gehen mit den Pferden. Ja, alhamdulillah. Hey, was will das Pferd denn? Hamid, was machst du denn? Das ist unsere kleine Ausbüchserin Muska. Sobald die Stalltür aufgeht, kommt sie mal schnell durchgeschlüpft. Du brauchst keine Angst zu haben. Was ist da los? Die ist mir zu wild. Was will sie denn? Das ist ja ein Bild. Ach, schade, dass ich gerade nichts dabei habe, um ein Video zu machen. Junge, was machst du? Bleib doch mal stehen. Ich kann nicht stehen bleiben. Das Fohlen wird mich noch umstoßen oder so. Ich probier's doch mal. Nichts wie weg. Die will meine Kleidung fressen. Oh, subhanallah. Schatz. Oha, ist alles okay? Ein bisschen lustig war das jetzt ja doch schon mit anzusehen. Ja, lacht nur alle über den Mann, der vom Fohlen in den Bach gejagt wurde. Aber okay, ich gebe es zu, vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Na du, freches Fohlen, kommst erstmal zurück. Ahmed und Safia, nehmt ihr die beiden Pferde mal. Ahmed, du kannst mit Bilal die rechte Seite runtergehen. Und Safia und Amin, ihr könnt links rumlaufen. Ich gehe mit Hamid kurz rein und gebe ihm trockene Klamotten. Ja, klar. Wie hat es euch heute gefallen? Es war so toll. Barakallahu fi Karim, dass wir kommen durften. Ich fand es auch mega. Und was zu lachen hatten wir ja auch. Kommt doch gerne mal wieder. Ich würde mich sehr freuen, inshallah. Ja, inshallah. Ein herausfordernder Besuch. Hey, was können wir heute machen? Wollen wir vielleicht einen Ausflug planen? Oh ja, wir könnten doch vielleicht mal wieder picknicken gehen. Ach ja, wieso eigentlich nicht? Habt ihr zwei was Bestimmtes vor heute? Also ich kann heute leider nicht. Ich besuche gleich Amira noch. Wir wollen heute die letzte Folge der Rätselmeisterschaft schauen. Oh, ich bin schon so gespannt, wer da gewinnt. Na, das hört sich ja nach einem spannenden Nachmittag an.
Ja klar, wir können gerne picknicken. Oh, das ist meins. Moment eben. Hallo? Assalamu alaikum, Safia. Ich habe einen Notfall. Kannst du mir helfen? Was ist denn los, meine Liebe? Ach, ich habe doch heute meinen wichtigen Arzttermin und meine Mutter wollte auf Naima aufpassen. Und nun hat sie sich verletzt und sitzt selbst in der Notaufnahme fest. Meinst du, du könntest sie vielleicht über den Nachmittag nehmen? Ach, subhanallah, möge es Allah deiner Mutter leicht machen. Ja klar, bring sie einfach rüber. Wir verbringen gerne mit ihr den Nachmittag. Ach, alhamdulillah, ihr helft mir wirklich sehr. Hätte ich den Termin absagen müssen, würde es bestimmt wieder Wochen dauern, bis ich wieder einen bekomme. Ich bringe sie nachher dann vorbei. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Alles klar. Walaikum salam. Wir freuen uns. Oh, sieht aus, als würden unsere Pläne für heute sich verändern. Wieso? Wir können die Kleine doch einfach mitnehmen, oder? Ihr kennt wohl Naima nicht mehr ganz so gut, ha? Huh? Die Kleine ist ein ganz schöner Wirbelwind. Vielleicht bleibt es entspannter, wenn wir eher zu Hause bleiben und auf den Spielplatz gehen, inshallah. Ja, stimmt. Das letzte Mal, wo Tante Lina mit ihr da war, musste sie ihr so gut wie die ganze Zeit nur hinterherrennen. Khair, inshallah. Wir bekommen das schon hin. Ja klar, inshallah haben wir eine schöne Zeit mit ihr. Assalamu alaikum, ihr zwei. Wa alaikum salam. Lam. Huch. Herzlich willkommen, Naima. So, und du, Lina, ab zum Arzt. Vielen Dank nochmals. So, ich beeile mich lieber und hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Lel, Min, ja. Hey, was sagt sie denn da? Schön, dich zu sehen. Haha, ich glaube, sie meint Bilal und Amin. Zu witzig. Hoch, hoch, hoch! Oh, du willst hoch? Ja, komm mal her. Autsch, was soll das denn? Das macht man aber nicht. Oh, Amin, ich denke, sie ist sehr aufgeregt und kann das noch nicht in Worte fassen. Jungs, bevor wir rausgehen, muss ich noch kurz in die Küche. Mögt ihr mit Naima die Hühner füttern? Vielleicht findet sie das interessant. Ja klar, kommt Emin und Naima. Oh oh, so war das aber nicht geplant. Nein, nein, Naima, nicht den Hühnern Angst machen. Komm, wir geben den Hühnern was zu essen. Schau, das ist das Futter. Wir nehmen ein bisschen und streuen es zu den Hühnern. Ja, lulig. Falala, eieiei, komm, lass uns bloß schnell wieder reingehen. Ja, ich glaube auch, das wäre besser. Na komm, Kleine, lass mal das Futter aus deinen Haaren rausmachen. Stopp, bevor du weiterschaust, das müssen deine Eltern wissen. Kennt ihr schon unsere Play-Muslim-Plattform? Verpasse auf keinen Fall die Vorteile davon. Play-Muslim-Folgen ohne Werbung schauen. Schaut Folgen schon 2 bis 4 Wochen vorher. Keine Gefahr, auf seltsame Inhalte zu gelangen. Spezialfolgen, die es auf YouTube nicht geben wird. Und das Abo ist jederzeit kündbar. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Na, ist alles gut gegangen? Sollen wir dann los zum Spielplatz? Ja, Bien, Bien, Bien! Ja, Naima, langsam. Gleich geht's los. Naja, sagen wir mal so. Ohne Kleinkinder ist es angenehmer. Ist was passiert? Sie hat das ganze Futter über sich gekippt. Subhanallah. Oh, das erinnert mich an euch, wo ihr klein wart. Wir hatten allerhand zu tun. Ja, subhanallah. Okay, lasst uns los. Jungs, schafft ihr es noch ganz kurz, ein Auge auf sie zu haben? Ich muss noch mal kurz nach unten. Und ich muss mich noch umziehen. Ja, klar. Wir versuchen unser Bestes. Hey, hey, bleib doch hier. Schnell, hinterher. Ah, Naima, ist alles okay bei dir? Oh, ach nee, ich hatte vorhin nach den Pancakes machen vergessen, das Mehl wegzustellen. Was ist passiert? Ist alles okay? Sie ist so schnell hochgelaufen. So schnell konnten wir gar nicht schauen, subhanallah. Ich glaube, sie braucht eine Dusche, bevor wir zum Spielplatz gehen.
Na komm mal her, Naima. Wir machen dich mal sauber und dann geht's zum Spielplatz. Pillen, ja! Ja! Na komm, ich schucke dich an. Oh, schon fertig? Komm, Naima, rutsche zu mir runter. Ah, wo willst du denn hin? Komm, Naima, bleib hier. Komm, wir gehen dort vorne spielen. Boah, sie macht nichts länger als ein paar Sekunden. Echt anstrengend, hey. Ich muss etwas schmunzeln. Jetzt sehen die Jungs mal, was sie für ein ruhiges Leben haben. Sie läuft schon wieder weg. Nee, nur auf die Rutsche. Endlich hat sie sich mal hingesetzt. Ah, nee, oder? Und hinterher. Mama! Ach, mein Mäuschen, da bist du ja. Assalamu alaikum, ich wollte gerade anrufen. Wa alaikum salam, ja, wir waren noch auf dem Spielplatz, damit sie sich ein bisschen austoben kann. Müde. Alles klar, ich denke, sie ist bereit für ein kleines Schläfchen zu Hause. Barakallahu fikum, ihr Lieben. Ich melde mich bald wieder. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, kommt gut nach Hause. Oha, das war wirklich echt anstrengend. Jetzt bin ich selbst ganz müde. Ich schließe mich an. Ja, so ist das mit kleinen Kindern. Die halten einen ganz schön fit. Danke, dass ihr so toll mitgeholfen habt mit der Kleinen. Klar, irgendwie macht es ja auch Spaß. So, ihr könnt euch mal ein bisschen ausruhen. Ich mache eben oben sauber und dann gibt es Essen. Familienduell unter Brüdern. Du, Oma, könntest du heute Bilal und Amin ein bisschen ablenken? Heute wird doch die große Überraschung geliefert und aufgebaut. Die dürfen nichts mitbekommen. Ja, klar. Ich gebe mein Bestes und habe auch schon eine Idee. Ich nehme die beiden zu Amira mit. Da gibt es immer leckeren Kuchen. Und wir können mit den beiden eine kleine Challenge machen. Eine Challenge? Ja, ich habe letztens mal etwas gesehen. Da mussten die Kinder in Boxen greifen, ohne zu sehen, was darin ist. Und dann fühlen. Wer mehr Dinge richtig gefühlt hat, der hat gewonnen. Oh, das hört sich ja wirklich nach Spaß an. Ihr müsstet so bis 4 Uhr wegbleiben. Danach müsste alles erledigt sein, inshallah. Alles klar, wird gemacht. Assalamu alaikum. Oh, da sind die beiden ja schon. Wa alaikum salam. Wir sind in der Küche, Jungs. Hallöchen allerseits. Hey, können wir heute irgendetwas machen? Ihr beide könnt mich zu meiner guten Freundin Amira begleiten. Ich bin mir sicher, sie hat wieder einen tollen Kuchen gebacken. Und dann gibt es noch eine Überraschung für euch. Also Kuchen und eine Überraschung? Da sagen wir, denke ich, nicht nein, oder Bilal? Let's go! Assalamu alaikum, ihr Lieben! Wa alaikum salam! Ach, wie schön, Amin und Bilal, dass ihr heute auch mit dabei seid. Ich habe schon einen schönen Kuchen bereitgestellt. Ja, Kuchen. Na, kommt mal alle rein. Na, hat es euch geschmeckt? Ja, Alhamdulillah, der war so lecker. Barakallahu fik für deine Mühe. Alhamdulillah, Ufik. Ach, ich backe so gerne. Das ist kein Aufwand für mich. Hey Jungs, Amira und ich gehen was für euch vorbereiten, okay? Wir rufen euch gleich runter. Oh, okay. Da sind wir ja aber mal gespannt. Jungs, ihr könnt kommen. Was ist das denn? Oma und ich haben letztens etwas gesehen. So eine Fühl-Challenge. Ihr steckt abwechselnd eure Hände da rein und müsst nur fühlen, was da drin ist. Wer am meisten richtig gefühlt hat, der hat gewonnen. Ja, ich liebe eine gute Challenge. Bin dabei, ich bin der Meister im Fühlen. Denkst du wohl? Macht mal Schnick, Schnack, Schnuck. Der Gewinner darf anfangen. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich habe gewonnen. Na dann komm mal her an die Kiste. Mal sehen, ob du Nummer 1 errätst. Ihh, was ist das denn?
Lebt das etwa? Nein, nein, Junge, da lebt nichts. Okay, warte mal. Das fühlt sich so seltsam an, als wenn man die Oberfläche etwas verschieben kann. Und ich fühle so kleine Knubbels. Oh, warte mal. Hier an der Seite ist etwas und da vorne etwas Kleines. Da hinten ist ja ein Loch und da drin fühlt es sich eklig an. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da ich Mama schon mal beim Zubereiten geholfen habe, ist das ein Hähnchen? Sehr gut, Bilal. Ein Punkt für dich. So, Ermin, dreh dich mal um, dass wir etwas Neues hereintun können. Stopp, bevor du weiterschaust, das müssen deine Eltern wissen. Kennt ihr schon unsere Play-Muslim-Plattform? Verpasse auf keinen Fall die Vorteile davon. Play-Muslim-Folgen ohne Werbung schauen. Schaut Folgen schon 2 bis 4 Wochen vorher. Keine Gefahr, auf seltsame Inhalte zu gelangen. Spezialfolgen, die es auf YouTube nicht geben wird. Und das Abo ist jederzeit kündbar. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay, du kannst. Ich bin gespannt. Leute, was habt ihr denn da reingemacht? Das fühlt sich echt komisch an. Was könnte das denn bitte sein? Wie Schaum, und wenn ich es in den Finger verreibe, ist es aber nicht mehr da. Ist das Badeschaum? Leider falsch, Ermin. Das ist Eiweiß steif geschlagen. Oh, Oma! Noch liegt Bilal vorne. So, das nächste Objekt kommt. Es ist eine Zahnpastatube. Sehr gut, Allahumma barik. 2-0 für Bilal. Jetzt muss ich aber aufholen. Das ist rund und kalt. Und klein und viele davon. Ich denke, das sind Geldmünzen, oder? Sehr schön. 2-1. Die letzten 2 Runden. Okay, es ist klein und hart auf jeden Fall schon mal. Und viele längere Stellen. Wie Beine oder so. Boah, was ist das denn? Ich denke eine Figur, aber was für eine, weiß ich leider nicht. Es war eine Giraffenfigur, Bilal. Immer noch 2-1. Nun kommt es auf Ermin seine Runde an. Ich werde zumindest mal noch Gleichstand erreichen. Okay, klein, rau und... Oma, Amira, ist das etwa ein Ei, was nun in meiner Hand geplatzt ist? Super, Ermin, du hast deinen Gleichstand. Und eine versaute Hand. Ich muss mal ins Bad. Yeah, ich habe es aber noch geschafft. Mega. Schade, ich hätte gerne gewonnen. Aber gönne uns beiden den Sieg, Alhamdulillah. Wie schön, dass ihr da wart. Das hat mich so gefreut. Ermin, Bilal, kommt doch mal wieder zum Kuchenessen vorbei, inshallah. Ja, inshallah. Schaut mal, weil ihr euch so gut geschlagen habt. Bei der Challenge bekommt ihr beide 5 Euro. Damit könnt ihr euch was Schönes kaufen. Oh, danke. Danke, barakallahu fiek. Wafiek, habt noch einen schönen Tag. Zeynep, komm schnell wieder vorbei, inshallah. Das mache ich, meine Liebe. Bis dann. Wa alaikum salam. Was ist das denn? Hä? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama, Papa, was ist das? Das ist eine Überraschung für euch. Etwas, was ihr schon lange haben wolltet. Und nun haben wir ein gutes Angebot gefunden und zugeschlagen. Sollen wir es enthüllen? Ja! Ja! Wow! Ein Baumhaus? Wie cool! Echt mega! Danke! Ja, barakallahu fikum. Komm, Bilal, gleich hoch mit uns. Ja, lass uns hoch. Das ist mega, das wird unser geheimer Spielraum. Hier können wir alles machen. Ja, komm, lass uns gleich etwas von unseren Sachen holen und reinbringen. So toll, wir freuen uns so sehr. Wir holen gleich Spielsachen, um oben zu spielen.
Ruft uns zum Essen. Ach ja, ihr dürft natürlich auch mit hoch. Ach, wie toll, dass es Ihnen so gefällt. Ich denke, Sie werden darin inshallah viel Spaß haben. Ja, das denke ich auch. Wie schön, wenn man anderen eine Freude machen kann. Das ist wirklich ein schönes Geschenk. Allahumma barik. Komm, wir gehen rein. Oma, dann kannst du uns von der Challenge erzählen. Oh ja, das war lustig. Spaß auf der Moscheekirmes. Hey Schatz, subhanallah, ich habe gerade einen mega Anruf bekommen, alhamdulillah. Oh, du bist ja ganz aufgeregt, was ist denn passiert? Weißt du noch, dass wir uns vor ein paar Wochen dieses tolle Haus mal angeschaut haben? Du meinst das, was so nah an der Moschee war, die sie gerade renoviert haben? Ja, genau die. Ja klar, erinnere ich mich, das Haus war einfach der Knaller und die Nähe zur Moschee, subhanallah, aber da hatte sich doch gar niemand mehr gemeldet. Ja, bis jetzt. Mich hat doch gerade tatsächlich der Vermieter angerufen und gesagt, sie hätten sich für uns entschieden. Wenn wir möchten, können wir einziehen, subhanallah. Allahu Akbar, das sind ja mega tolle Nachrichten, alhamdulillah. Was schreit ihr denn hier unten rum? Oma, wir haben das Haus bekommen, das wir vor Wochen mal angeschaut haben. Mashallah, da hätte ja keiner mehr dran gedacht. Das ist ja schon so lange her. Ja, der Vermieter sagte, er hätte so viele Interessenten gehabt, dass die Entscheidung länger gedauert hat. Das wird die Jungs sehr freuen. So, die Hühner wären mal wieder fertig. Was grinst ihr denn alle so vor euch rum? Jungs, wir haben gute Nachrichten. Was denn? Ihr könnt euch sicher auch noch an das Haus erinnern, oder? Das wir vor Wochen mal angeschaut haben. Ja klar, dieses mega große, schöne Fass direkt neben der Moschee. Ganz genau. Sag bloß, wir können da doch einziehen. Ja, alhamdulillah. Ja, wie cool. Einige Zeit später, nach dem Umzug. Alles ist nun endlich fertig. Alhamdulillah, was für ein Unterfangen, so ein Umzug. Ja, das stimmt. Alhamdulillah haben es auch alle Tiere gut überstanden. Schaut mal, was im Briefkasten war. Ein Flyer. Die Moschee wird wieder eröffnet mit einer großen Kirmes. Eine Kirmes? Ich liebe das. Bitte können wir dorthin gehen. Oh ja, bitte. Das wird bestimmt toll. Mashallah, ja, ich denke, wenn wir zeitlich können, werden wir auf jeden Fall hin, oder Hamid? Ja, ist doch klar, das wird bestimmt ein schöner Tag. Wow, die Moschee ist ja so schön geworden, subhanallah. Und schaut euch das an, die haben ein Karussell und eine Schiffsschaukel gebaut. Und so viele Essensstände, mashallah. Okay, schön, dass ihr euch so freut. Aber wir dürfen uns auch hier nicht verlieren, okay? Ihr habt recht. Schaut nur, wie schön die Moschee geworden ist. Allahumma barik. Ja, subhanallah. Inshallah können wir hier so gut wie jedes Gebet mitbeten. Na los, geht rein und lasst die Kinder Spaß haben. Ich habe mich mit Amira verabredet und warte kurz auf sie. Wir treffen uns bestimmt drinnen wieder. Alles klar. Na dann lasst uns mal los. Wisst ihr was? Die Geschwister geben sich hier viel Mühe und der gesamte Erlös von den Verkäufen geht an die Moschee. Ihr dürft euch heute mal aussuchen, was ihr möchtet. Oh ja, wie cool! Und mit der richtigen Absicht, um die Moschee zu unterstützen, bekommt ihr inshallah auch noch Hasanat. Genau, das ist der Plan. Also, was möchtet ihr zuerst? Ich möchte unbedingt einen Donut essen. Und ich nehme einen Cupcake. Hey, liebe Kinder. Wisst ihr was? Play Muslim gibt es nun auch auf Englisch. Lasst uns doch hier auch ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst uns doch kurz ein Like da. Die sehen echt toll aus, mashallah. Assalamu alaikum, wir hätten gerne 2 Cupcakes und 2 Donuts. Wa alaikum salam, sehr gerne. Seid ihr neu in der Nachbarschaft? Ja, wir sind gerade hergezogen. Wie schön, Allahumma barik. Dann sehen wir uns bestimmt mal hier in der Moschee. Wir Frauen treffen uns mit den Kindern immer samstags um 10 Uhr zum Spielen und Basteln. Komm doch auch mit deinen Kindern mal vorbei. Sehr gerne, Schwester. Barakallahu fiki. Wa fiki barakallah. Ich freue mich auf euch.
Oh, wie lecker. Subhanallah. Können wir aufs Karussell gehen? Natürlich, lass uns hingehen. Assalamu alaikum, ihr Lieben. Ein Ticket kostet 2 Euro. Wa alaikum salam, sehr schön. Bitte 2 Stück. Ihr zwei könnt direkt reinsitzen. Gleich geht's los. Ja! Bruder, ich kenn dich noch gar nicht. Kommt ihr von weiter weg? Nein, wir sind erst hergezogen. Wie schön, Allahumma barik. Herzlich willkommen in der Nachbarschaft. Freitags nach dem Jumma-Gebet sitzen wir Brüder immer noch eine Weile zusammen. Plan dir doch am Freitag gerne auch Zeit ein und bleib ein bisschen. Dann kann man sich auch mal kennenlernen. Wie nett, sehr gerne mache ich das. Barakallahu fiek. Ja, das macht so Spaß. Wow, das ist ja so schnell. Na, wie hat euch das gefallen? Mega cool. Das müssen wir nachher gleich nochmal machen. Ja, es war echt spaßig. Jetzt habe ich Durst. Da vorne habe ich einen Slushy-Stand gesehen. Dürfen wir eins haben? Oh, da will ich auch mal davon trinken. Ich auch. Lasst uns bestellen. Ah, wie erfrischend. Hier, Mama, Papa, trink auch mal. Lecker. Na, wollt ihr auch mal auf die Schiffschaukel? Aber klar doch. Assalamu alaikum. Na, eine Runde auf der Schiffschaukel? Wa alaikum salam. Ja, genau. 2-mal bitte. Das macht dann 4 Euro. Hier bitte. Barakallahu fiek und viel Spaß. Ja, das macht so Spaß. Ganz am Rand zu sitzen ist das Beste. Ja, finde ich auch. Ah, mir kitzelt es im Bauch. Hallo da drüben. Hallöchen. Ach, das war lustig. Alhamdulillah, was für ein toller Tag. Hey, assalamu alaikum, ihr zwei. Ich bin Nadim. Hey, ich habe euch letzte Woche bei uns nebendran einziehen sehen. Ich glaube, wir sind jetzt Nachbarn. Hey, wie cool. Ja, genau. Wir sind erst hergezogen. Wir sind Amin und Bilal. Lasst uns doch mal zusammen spielen, inshallah. Gern. Du kannst ja mal bei uns klingeln. Okay, gerne. Man sieht sich. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, wie ich sehe, macht ihr schon Freunde, alhamdulillah. Kommt, wir gehen uns mal die Moschee von drinnen anschauen. Wow, die ist ja schön. Hallo Mubarak, toll, dass wir hier jetzt immer beten können. Masha'Allah, ich freue mich auch wirklich sehr darüber. Wusstet ihr, dass jeder Schritt zur Moschee hin, den wir gehen, inshallah als gute Tat gerechnet wird? Da müssen wir ganz oft hierher laufen, inshallah. Das ist wirklich ein tolles Geschenk von Allah für uns. Ja, alhamdulillah. Na kommt, wir treffen Mama vorne wieder. Na Schatz, wie ist der Frauenbereich? Wirklich sehr, sehr schön, Allahumma barik. Ich freue mich wirklich schon oft, hier Zeit zu verbringen, inshallah. Genau wie wir. Wie wäre es mit einem Abendessen und Eis als Nachtisch? Das hört sich super an. Assalamu alaikum, ihr Lieben. Ich bin der Imam hier. Mein Name ist Numeir. Ich habe gehört, dass ihr in die Nachbarschaft gezogen seid. Möge Allah eure Zeit hier segnen. Ich hoffe, euch bald hier in der Moschee wieder begrüßen zu dürfen. Wa alaikum salam, auf jeden Fall, inshallah. Wir freuen uns sehr, jetzt so nah an der Moschee zu wohnen. Lieben Dank, barakallahu fiek. Gerne doch, wa fiek. Habt noch eine schöne Zeit hier und lasst es euch schmecken. Hier sind alles so nett, alhamdulillah.
Na, ihr Lieben, habt ihr euch gut durchgefuttert? Wir haben Eis dabei. Perfektes Timing, das ist lieb. Bilal dreht einen Film. Assalamu alaikum, ist Emin schon da? Wa alaikum salam. Ja, bei dem ist die letzte Stunde ausgefallen. Er ist im Zimmer. Sehr gut, ich muss unbedingt mit ihm reden. Oh, okay, ist alles gut? Ja, ich bin doch in der Kreativarbeitsgruppe und wir haben die Aufgabe, etwas Tolles zu präsentieren. Ohne Vorgabe, einfach etwas Kreatives. Und ich habe eine tolle Idee, aber ich brauche Hilfe. Mashallah, da bin ich ja mal gespannt. Das kannst du auch sein. Hey Min, ich brauche deine Hilfe. Hi Bilal, was ist denn los? Ich will einen Film drehen. Ein Film? Warum? Ist dir langweilig oder willst du YouTube-Star werden? Nein, ich will einen Film für die Kreativ-AG drehen. Das wird bestimmt toll. Oh, okay, verstehe. Aber nur ich alleine reiche wohl kaum als Schauspieler, oder? Ja, genau. Ich bin der Filmmacher und du der Schauspieler. Die anderen frage ich auch. Also du bist der Regisseur? Ja, das schwierige Wort kann ich nicht aussprechen. Ich nenne es Filmmacher. Ich mache die Videos und schreibe die Handlung. Und ihr müsst es schauspielen. Aha, na gut, da bin ich mal gespannt. Dann denk du dir erstmal was aus. Und ich frage die anderen derweil. Alles klar. Sag ihnen, wir treffen uns am Wochenende, am Ende der Straße, okay? Am Wochenende. Cool, dass ihr alle da seid und danke, dass ihr mir helft. Ist doch klar, Bilal. Wozu sind Freunde da? Dann fangen wir an, oder? Also Mama leiht uns, wie ihr seht, für den Film den Verkaufswagen. Ich habe mir ausgedacht, dass ich euch nur die Handlungen erzähle und euch die Rollen gebe. Und ihr macht das selber so ein bisschen. Bilal, du warst doch sicher zu faul, um die Gespräche zu schreiben, oder? Ja, okay, ich geb's zu, aber so wird es. Bestimmt auch toll. Na dann lass mal die Story hören. Okay, wir haben folgende Rollen. Emin ist der Verkäufer im Wagen. Nadim ist der Käufer, der einen Salami kaufen möchte. Carsten ist der Dieb, der sie klaut. Und Naim ist der Polizist, der ihn einfängt. Hey, ich will nicht der Dieb sein. Und ich will nicht die Salami verkaufen. Hey, ich bin der Filmmacher. So hab ich das nun mal geplant. Zick nicht so rum. Ach man, na gut. Was tut man nicht alles für Freunde? Okay, dann begebt euch auf eure Positionen. Ich werde filmen. Zuerst Emin und Nadim am Verkaufswagen. Hallo, Herr Kunde. Was möchten Sie denn? Hallo, kann ich bitte eine Salami haben? Hey! Oh, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so lachen musste. Okay, mach doch nochmal. Emin und Nadim, die zweite Klappe. Und los! Hallo, Herr Kunde, was möchten Sie denn? Ich möchte eine Salami, bitte. Nee, das kommt ja total steif rüber. Hey, wieso? Du musst natürlich ja klingen. Versetz dich in die Lage eines Käufers rein. Als wenn du wirklich eine Salami kaufen willst. Du weißt schon, dass ich kein echter Schauspieler bin, oder? Sei mal nicht so streng. Ich versuche es besser. Hermine und Nadim, die dritte Klappe. Und los. Hallo, was möchten Sie denn gerne? Bitte eine Salami. Alles klar, hier bitte. Das macht 3 €. Hier bitte. Dankeschön. Den Tag noch. Danke ebenso. Sehr gut. Und jetzt kommst du, Carsten, und klaust ihm die Wurst weg. Renn einfach los. Und Nadim, du schreist dann Hilfe, ein Dieb oder sowas. Dieb taucht auf die erste Klappe. Und los. Danke, die nehme ich nun an mich. Hilfe, ein Dieb oder sowas. Stopp, hey. Tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Du hast doch immerhin gesagt, ich soll Hilfe, ein Dieb oder sowas sagen. Auch du Quatschkopf. Dieb taucht auf. Zweite Klappe. Und los. Gib mir sofort die leckere Wurst, die du da hast. Ich habe Hunger. Ach Nadine, komm schon. Hey, komm, welcher Dieb sagt denn sowas? Du hast recht. So
Da dauert es ja Jahre. Dieb taucht auf die dritte Klappe und los. Gib mir die Salami. Danke. Hilfe, ein Dieb, Polizei. Ah, was ist denn jetzt? Ist das etwa geplant? Die Suche nach Mama, Papa und dem Familienschatz. In einer Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Bilal und Amin, zwei Brüder, verwickelt in ein Abenteuer, das ihre kühnsten Träume übertrifft. Auf einer Mission, um Mama, Papa und Frau Jansens Schwestern zu befreien und den verlorenen Familienschatz zurückzuholen. Sie werden auf die Probe gestellt, während sie sich gegen die hinterlistigen Schurken stellen. Nur durch Mut, Zusammenhalt und Entschlossenheit können sie ihre Mission erfüllen. Begleite Bilal, Amin und Frau Jansen auf einem unvergesslichen Abenteuer, das die Grenzen deiner Vorstellungskraft sprengt. Bilals Traumwelt, Abenteuer, beginnt hier. Ach, die grüne Leune, wo kommt der denn jetzt her? Ah, Hilfe! Halt die Salami fest! Die hat mir Mama nur ausgeliehen. Und das ist der Hund von Frau Meier von nebenan. Der ist schnell. Ah! Sofana, Leute, das ist nicht gut. Ja, das hätte besser laufen können. Aber witzig war es schon. Gibt es eine Ersatzwurst? Ja, wir haben noch welche. Wir könnten noch einmal die Szene starten. Komm, Bilal, sei nicht so traurig. Ich denke, Mama wird nicht sauer sein können, wenn sie die Aufnahme sieht. Ja, witzig sah es wirklich aus. Na, ihr wurdet auch nicht von einem wildgewordenen Salami-Dieb umgeworfen. Okay, alle auf ihre Position. Dieb taucht auf die vierte Klappe. Und los. Gib mir sofort diese Salami. Danke. Hilfe! Ein Dieb! Polizei! Wo ist der Dieb? Dort! Er flüchtet mit der Salami. Los geht's! Sofort stehen bleiben oder ich muss schießen. Schießen? Alles gut. Das ist doch nur eine Salami. Ich ergebe mich. Gute Entscheidung, Freundchen. Hände auf den Rücken. Jetzt geht es erstmal auf die Wache. Oh, Alhamdulillah, meine Salami. Danke, Herr Polizist. Lassen Sie es sich schmecken, der Herr. Soll ein Actionfilm sein. Irgendwie ist es eher lustig. Ihr seid doch ein Haufen Chaoten, Subhanallah. Naja, ich denke, Papa kann schon das Beste zusammenschneiden. Na komm, wir hatten auf jeden Fall Spaß dank deiner Kreativ-AG. Ja, stimmt. Und darauf kommt es ja an. Einige Tage später. Papa, Papa, ist es endlich fertig? Ja, Alhamdulillah. Und du wirst dich freuen. Ich konnte eine ganz besondere Stelle sogar mit einbauen. Hallo, Herr Kunde, was möchten Sie denn? Bitte eine Salami. Alles klar, hier bitte, das macht 3 Euro. Hier bitte. Dankeschön. Den Tag noch. Danke ebenso. Danke, die nehme ich nun an mich. Hilfe, ein Dieb! Ah! Ah! Wo ist der Dieb? Dort, er flüchtet mit der Salami. Los geht's! Sofort stehen bleiben, oder ich muss schießen! Schießen? Alles gut. Das ist doch nur eine Salami. Ich ergebe mich. Gute Entscheidung, Freundchen. Hände auf den Rücken. Jetzt geht es erstmal auf die Wache. Oh, Alhamdulillah, meine Salami. Danke, Herr Polizist. Lassen Sie es sich schmecken, der Herr. Wie cool. Hey, Kinder. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit unserem Filmdreh. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. All thanks are due to him, the Lord of all the world.